Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie. Heute leider etwas verspätet und auch etwas schneller unterwegs als sonst wahrscheinlich. Aus Zeitgründen muss ich mich heute etwas kürzer fassen. Ich hoffe, das macht aber nichts für euch. Und jetzt habe ich zwei Karten von den Meerjungfrauen und Delfinen. Heute für den 3. Februar 2012. Und die Lieben wollen uns für heute wissen lassen, dass das, was wir uns intuitiv schon gedacht haben für unseren Weg, das, was wir jetzt an Inspirationen eventuell, Ideen, Eingebungen und Herzenswünschen so in uns fühlen, dass das das Richtige ist. Egal, was es ist. Also egal, was die Außenwelt dazu sagt oder meint, die Intuition stimmt und handle entsprechend, sagen sie. Und natürlich vorher noch Ja, ist oben zu lesen. Ich lese mal vor, was im Buch dazu steht. Du bist dir über deinen nächsten Zug eigentlich ziemlich im Klaren. Und mit dieser Karte als zusätzlicher Bestätigung kannst du jetzt aktiv werden. Diese Karte ist ein Zeichen dafür, dass deine Intuition richtig ist und du dich ganz auf sie verlassen kannst. Vielleicht wird deine Freude über diese Bestätigung deiner intuitiven Wahrnehmung durch die Angst vor größeren Veränderungen gedämpft. Der Himmel möchte dich jedoch wissen lassen, dass für alle Einzelheiten gesorgt werden wird. Du wirst auf ganzer Linie unterstützt, solange du um Hilfe bittest und sie dann so annimmst, wie sie dir zuteil wird. Nachdem ich momentan wieder einen engen Hals bekomme, ist es wohl, und ich gehe jetzt nicht mehr über diesen Impuls weg, ist es für den ein oder anderen vielleicht auch eine Bestätigung, dass jetzt mal Dinge gesagt werden sollten, die dann eine Veränderung einläuten, die aber sehr, sehr, sehr zu eurem Besten ist. Und das wollen sie euch auf jeden Fall bestätigen. Ihr habt das allerbeste verdient. Und insofern leitet euch eure innere Führung definitiv nur zu den allerbesten Sachen an. Also wie gesagt, wenn jemand jetzt ein klärendes Gespräch führen sollte, aus sich rausgehen sollte, einfach wirklich sich liebevoll und aber bestimmt zum Ausdruck bringen sollte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Bittet um Hilfe, wenn ihr dabei in der Art und Weise, wie ein Gespräch geführt werden sollte, damit es zu eurem absolut Besten ist, wenn ihr da einfach Hilfe braucht. Sie sind da, sie unterstützen euch, die Lieben aus dem Universum, und dann könnt ihr euch da ganz bestimmt und liebevoll eben zum Ausdruck bringen, ohne dass irgendein Schaden entstünde oder entsteht. So, die nächste Karte ist Selbstwert. Sie sagen, wisse, dass es dir zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Da geht es natürlich jetzt darum, sich da nicht kleiner zu machen, als man ist. Und da kommen eben alte Themen wieder zum Tragen, die bisher verhindert haben, immer und immer mal wieder, dass man sich dessen wert fühlt, was man sich sehr wünscht. Wir wünschen es uns auf der einen Seite ganz stark und sehnen uns danach und fragen permanent nach, wann es denn endlich kommt, auf der anderen Seite. Und das ist wieder mal auf sehr unbewusste Art und Weise funktioniert das. Boykottieren wir das aber dadurch, dass wir der Meinung sind, wir hätten das eben nicht verdient. Und das aufzudecken, sollte jetzt auf jeden Fall mal genutzt werden, also für den heutigen Tag. Und schaut mal, wie ihr gedanklich an eure Herausforderungen herangeht und was ihr dem Ganzen für Glaubenssätze entgegenbringt. Und ob ihr da sehr hoffnungsvoll seid oder ob ihr da eher im Zweifel seid und im Mangel seid. Schaut euch da einfach ganz, ganz, ganz genau zu, was da passiert in euch, um euch da selber auf die Schliche zu kommen. Und freut euch, soll ich euch sagen, denn jetzt ist momentan eine ganz hervorragende Zeit, um solche Themen zu heilen. Ihr müsst da auch gar nicht viel dazu tun, sondern es ist einfach auch die Energie, die im Augenblick da ist und die viel, 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 also wirklich ganz alte Dinge und Themen jetzt einfach wegfallen lässt. Was ich ganz, ganz wunderschön finde. Ich lese euch jetzt nochmal vor, was im Buch dazu steht. Du hast deine Schöpferkraft durch deine tief sitzenden Minderwertigkeitsgefühle blockiert. Manifestationen sind nicht der Lohn für Wohlverhalten. Sie sind das Ergebnis deiner Gedanken, Überzeugungen, Gefühle und Taten. Wenn du dir erlaubst zu empfangen, hilfst du dem Plan Gottes, seine Liebe überall zu demonstrieren.
Wenn du aufgefordert wirst, die Hilfe des Himmels anzunehmen, geht es dabei nicht nur um dich persönlich. Du sollst dir helfen lassen, damit du anderen helfen kannst. Nimm das Gute voll Gnade an und sprich: Danke für alle Gaben, die mir zufließen. Ich nehme sie dankbar an, zum Wohle aller. Also, solltet ihr euch schwer tun, zu rechtfertigen, dass ihr das Gute verdient habt, dann denkt bitte vielleicht einfach mehr darüber nach, dass allen damit geholfen ist. Dann tut ihr euch vielleicht auch im Annehmen etwas leichter und lasst euch wirklich helfen hinsichtlich des Themas, des Blickwinkels auf euch selbst. Lasst euch wirklich helfen und tut euch Gutes. Versucht euch selbst wirklich mal an erste Stelle zu stellen und zu sagen, so, ich schaue jetzt einfach auf mein Wohlergehen, ich habe das verdient, ich schenke mir als allererstes selbst mal was Gutes, ich gönne mir was, ich tue mir Gutes, ich achte auf mich, ich wahre meine Grenzen, lass da niemanden einbrechen und überlege mir ganz genau, was ich möchte und was ich nicht möchte und bringe das ganz liebevoll zum Ausdruck. Nur deshalb, weil ich jetzt immer noch einen engen Hals habe. Also offensichtlich ist das ein großes Thema für den einen oder anderen. Sich da wirklich auch hinzustellen und zu sagen, so ist es, so möchte ich das bitte und ich empfinde das so. Und wenn ihr das wirklich aus eurer Sicht ganz liebevoll formuliert, dann kann euch da überhaupt niemand an den Karren fahren. Dann wird das jeder akzeptieren und respektieren vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Respekt fängt bei euch selbst an und je mehr ihr euch selber respektiert und eure Wünsche, Bedürfnisse, eure Grenzen absolut respektiert, desto besser kann das jeder andere auch. Und ihr werdet euch wundern, wie viel einfacher, leichter und geschmeidiger sich das Leben anfühlt, wenn ihr das wirklich beherzigt für euch selbst. Also ihr tut euch einen Riesengefallen, ihr tut den anderen einen Riesengefallen, weil sie genau wissen, so weit kann ich gehen, bis dahin, aber nicht weiter. Und jeder weiß, woran er ist und jeder fühlt sich dann wohl, wesentlich wohler als bisher eventuell. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Freitag. Das Wetter ist grandios. Ich freue mich jetzt auch rauszugehen. Ich rate euch, das Gleiche zu tun, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!